Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Gothic 3 hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir legen uns etwas zurecht. Wir hatten letzte Folge mit Roland hier gesprochen. Uninteressant. Uninteressant, natürlich. Wir hatten letzte Folge hier mit Roland gesprochen. Hieß der Roland? Auf jeden Fall mit dem Anführer hier. Und ja, wir wissen nun, dass die Leute nach Okara gegangen sind. Dass er das wohl sehr bereut. Und ich habe keine Fläschchen mehr, sehe ich das richtig? Doch, ich habe noch Fläschchen. Ich habe noch Fläschchen. Jetzt habe ich keine Fläschchen. Dazu fehlen mir die Zutaten. Aber jetzt habe ich ja wieder 83 Mana-Tränke. Immerhin, aber ich brauche halt eben nur Fläschchen. So, jetzt werden wir erstmal hier die ganzen Pilze hier mitnehmen. Weil hier gibt es ja Dunkelpilze. In der Höhle. Warum weckst du mich? Oh! Moin, Sean! Wenn du Gold und Silber hast, bring es mir. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Ah. Zeig mir deine Ware. Lol, was ist denn das hier? Pilzragout. LOL! Krass, was das. Guckt euch das an. Mana, 100%! GG. Kann ich das herstellen? Gibt es dafür ein Rezept? 1500 Gold, ey. Das ist aber eine Masse. Aber hier, guck mal. Du kannst. Oh ne, das werde ich mir wohl hier nicht. Milizschwert. So, guck mal. So, gib mir ein bisschen Geld. Genau. So. Aber der hat ja hier noch Was viel machst mehr du zu hier? erzählen, Ich kümmere mich um die Eisenmine hier. Nebenbei achte ich darauf, dass wir trotz der schwierigen Situation ne? nicht verarmen. Ich nehme es den Reichen und verteile es unter den Männern hier. Aha. Verstehe. Du bist ein Dieb und stiehlst für die Rebellen. Vor dem Krieg war ich ein einfacher Bauer in Geldern. Heute sammle ich Artefakte. Tja, im Krieg ändert sich so manches. Erzähl mir mehr über Artefakte. Die Relikte des alten Volkes sind in diesen Tagen mächtig an Wert gestiegen. Einige davon sollen sogar magische Fähigkeiten besitzen. Der letzte Spähtrupp aus Montera soll eines dieser Dinger gefunden haben. Ah. Was gibt's in Geldern zu holen? Was mache ich denn? War lange nicht mehr dort. Dort liegen aber bestimmt noch ein paar hübsche Artefakte. Angeblich haben sie in Geldern sogar den Helm des ersten Paladins. So. Wo ist dieses magische Artefakt jetzt? Roland hat einen Spähtrupp nach Gotha entsandt. Die hatten es dabei. Der Anführer der Truppe meinte, es würde ihnen im Kampf helfen. Frag Roland. Er kann dir mehr darüber sagen. So, so. Nein! Wir wissen. LOL! Okay. Wir nehmen jetzt mal hier unseren Magierstab zur Hand. Spurenleser. So, wir hatten die Aufgabe bekommen. Leute, du für schleichst herum zu wie ein Dieb. Das werden wir natürlich auch machen. Ja, wir sollen auf den umliegenden Höfen von Montera suchen. Da werde ich doch gleich mal mit dem Typ nochmal reden. Kluges Kerlchen. So. Weg mit der Waffe! Los, ab. Was? Lol. Ja, Entschuldigung, das sieht man manchmal nicht so. So, wir sollen hier. Lag. Lag. Alter Schwede, ey. Ich kann doch gerade nicht runterscrollen hier. Jetzt, jetzt, Thomas. So. Naja. Machen wir erstmal hier unsere Runde. Mit dem Feuerball in der Hand. Da können wir nämlich gleich ein bisschen scammen. Ja, ich weiß, ist auf jeden Fall nicht die. Oh Mann! Wie das leckt! Was habe ich denn jetzt gemacht? LOL! Mann, jetzt hör doch mal auf zu laggen hier!
was. Okay, was jetzt auch immer das war. So. Oh, da hinten sind die Wasserfälle von Sylvie. Guckt mal. Hier gibt es Zauberwurzeln. Ach stimmt, hier war ja der Paladin, nicht wahr? Randall. Nice, Alter, wir sind schon bei Sylden. Aber. Der hier läuft uns ja nicht weg, ne? Wenn ich nämlich einmal hier in der Nähe von Sylden bin. Wuhu! Easy. Vielleicht skaliert das ja mit meinem Mana-Wert, wie Schaden der macht. Das ist ja durchaus möglich. Auf jeden Fall machen wir jetzt schon ganz gut Schaden mit dem. Da sind diese Lurker. Also wir teilen ganz gut aus. Genau, hier sind die Bisons, die tun uns ja nichts. Zumindest nicht, wenn wir sie nicht angreifen. Was wir natürlich aber noch tun werden. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Da ist Sylden, da hinten müsste die Brücke sein. Weil irgendwo hier müssten Warane sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Scheiße, das ist... müssen, glaube ich, da drüben sein oder so. Habe ich denn noch auf 5? Ja. Hier ist Sumpf. Steinwurzel wieder. So, wir schwimmen mal darüber. Wie gesagt, ich erinnere mich, dass irgendwo hier drüben an dem Ufer Warane sind. Weil das ist der einzige Ort, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, dass es hier irgendwo noch Warane gibt. Ich glaube, hier oder so. Ja. Wusste ich doch. Wusste ich doch. Hier ist es. Und hundertprozentig ist da der Varan dabei. Weil, wie gesagt, das ist der einzige Ort, wo ich halt wirklich noch weiß, dass es Varane gibt. Ein bisschen weitläufig hier umschiffen das Ganze. Dann gehen wir hier drüben an Land. Oh, hier sind natürlich überall Blutfliegen. Nee. Tag. Mehr fliegen? Nee. Alter, wie das brennt, wie laut das ist, ne? So. Schlammbedeckter Varan. Ist der dritte? Wir standen gerade eben noch drei Varane rum, man safe. Da hinten. Varan wird verstopft. Alles klar. Säge Druidenstein des Varans. GG. Nachricht vom Porgar. Und eine Bauernkleidung auch neu erhalten. GG. So, Nachricht vom Porgar. Da. Mein lieber Freund, wir alle hier genießen schon seit Wochen deine Gesellschaft. Deine Hilfsbereitschaft ist vorbildlich. Aber Arrakos selbst lässt, Arrakos lässt du in nächster Zeit besser in Ruhe. Nach eingehender Diskussion mit allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft habe ich beschlossen, dir eine Aufgabe zu übertragen. Leider wird es sehr lange dauern. Suche den Druidenstein des Varans. Finde den Varan und besiege ihn. Dann werden wir dich, Matt, der du aus dem Minental zu uns gestoßen bist. Matt? Ist es nicht der Typ, der einem immer hinterhergerannt ist? In unserer Gemeinschaft wieder vollkommen willkommen heißen. Mögest du ein Stück zurückkehren.
Bitte ziehe deine von uns so mühsam zu deiner Träne besorgte Bauernkleidung nicht aus, um in See nach Silden zu nach Schätzen zu suchen. Da ist nichts. Woher wollen die wissen, dass es hier nichts gibt? Habe ich jetzt hier diese Bauernkleidung? Cool. Um im See nach Schätzen zu suchen, hier wäre nichts, sagt er. So, so, hier ist also nichts. Kann ich denn tauchen? Nee, gell? Ich glaube, ich kann gar nicht tauchen. Schade. Das wäre jetzt bestimmt witzig geworden. So, dann gehen wir jetzt mal nach Montera. Wir haben sogar zwei Teleportsteine nach Montera. Lol. Oh, und den zweiten, ja. Bestimmt von irgendeinem gekriegt. Beim Loot. Ah! Auf alle Fälle ist Montera jetzt von Rebellen besetzt. Pass mal auf. Ja! Und hier drüben wahrscheinlich auch, ne? Ja, hier drüben auch. Sind hier überall Rebellen? Uiuiui. Entschuldigung. Ich habe schon den ganzen Tag so ein Kribbeln in der Nase. Hier ist noch eine Haiwurzel. Oh, hier sind noch Rippels. Vergessen. Weil wir müssen eh nach Montera, weil hier will ich anfangen mit, der Lautensuche. Nicht Lautensuche, sondern mit der Suche nach Leuten. So ist richtig. So. Danke, Fred. Dank dir gehört Montera endlich wieder uns. Du hältst dich da raus. Ich möchte bitte Fläschchen kaufen. Ja, da haben wir ein mächtiges Problem. Hier gibt's Wein von ihm, hier gibt's Wasser von ihm. Die Tücher nehme ich auch noch mit. Warum nicht? So. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ich meine, das Gold hier nehmen wir mit, was der hat. Jetzt haben wir 39.000. Das ist nicht verkehrt, Gold in der Tasche zu haben. Otis? Wir passen auf. Trotzdem gefällt mir. Ach so, wir wollten ja hier mit dem Dings noch reden. Befreiter Hirte, Händler. Zeig mir deine. Die Händler haben eigentlich immer Wasser und so ein Zeug dabei. Und vor allem, die haben halt auch wirklich Kohle hier. 9000 Geld. 9000 ist schon ordentlich. So, wie gesagt, wir wollten hier mit dem haben wir. Dicker Daniel. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Du siehst durstig aus, Fremder. Ja. Marek war ganz schön sauer, als er von dem kleinen Hofkrieg erfahren hat. Ich habe ihn vorhin raus zu Dennis laufen sehen. Der ist tot, Junge. Da werden wohl bestimmte Personen nächsten Monat keinen Sold bekommen. Der ist tot. Ha, diesen aufgeblasenen Söldnern hast du es aber ganz schön gezeigt. In der Arena. Ja. Dafür gibt's eine Runde aufs Haus. Nice. Prost. Gut, dass du dieses Mal den Sklavenaustausch gemacht hast. Bradley hätte die Sklaven zu Tode schuften lassen. Wahrscheinlich. Der Kerl denkt nur an Gewinne. Gib mir was zu trinken. Ha, kein Problem. Bitte. Prost, Junge, Prost. Was gibt's Neues? Seit die Orks hier sind, ist Montera ziemlich tot. Die Orks sind weg. Kein Vergleich zu früher, als Händler und Reisende von überall her auf unseren Markt kamen. Aber dennoch ist Montera das Zentrum Mythanas und bei mir bekommst du alle Neuigkeiten, die du brauchst. Was gibt's Neues? Banditen im Osten, Untote im Norden und im Wald die Rebellen. Die Orks haben hier einiges zu tun. Zeig mir deine Ware. Der hat Wein, Freunde. Und Fleisch waren es noch gut. Ich will den Eintopf kochen können. Das wär's. Er hat 5 Gold. 5! Ach nee, Gegengriff brauchen wir auch nicht. Wir sind ja, wir können uns ja jetzt mit Vergiftung heilen. Mason! Bis später. Da ist er ja. Moin Sean. Nee, wie ist der Sanford? Gib mir. Dietrich, wie viel haben wir denn jetzt? 88 brauche ich nicht kaufen erstmal. Hier ist ein Schmied. Talentierter Schmied. Zeig mir deine Ware. Der kann Langschwert und zwei Händer. Aha. Ja, aber der hat 12.000 Gold einstecken, ne? Alter, hier, Junge. GG. Ich sag ja, das hier, wir haben 36 mal 200. Guckt euch das an. 17.000. Ich meine, Herz, was willst du mehr? Wohliger brauchen wir auch nicht.
Jetzt hat er hier noch ein Gold. Wir haben 60.000, ey. Ja, aber wer weiß, wofür wir es brauchen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Hier war ich ja überall drin beim Looten. Ich suche halt eigentlich immer noch einen Alchemisten, so. Aber den gab es, glaube ich, hier gar nicht, ne? Wie sieht es hier hinten an der Arena aus? Ist die auch bevölkert oder ist die komplett leer? Befreiter Sklave. Na, hier stehen ein paar. Befreiter Bauer, befreiter Bauer. Ehemaliger Sklave. Gut. Hier ist also nichts. Wir gehen mal in die Burg rein. Ich brauche halt Fläschchen, ne? Das ist halt. Das hat uns gerade noch gefehlt. Widerstandskämpfer. Ah, der Thron hier ist weg. Die ganzen Waffen sind weg. Ja gut, die habe ich ja genommen. Hier ist auch keiner. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Hör mal auf hier zu lecken, was gibt's denn hier? Was kann denn schon groß passieren? Ein reiner Erzrohling lag hier. Hör bloß auf mit der Scheiße. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Das ist zu schwer für mich. Ja. Stimmt, das sind ja die Dinge, wo du dann die Stärke skillen kannst, ne? Held des Krieges, Wachtposten, Neuling. Ah! Ein Alchemist. 9 Fläschchen, 9 Flaschen Wein und Mana-Tränke. Sehr schön. Sehr schön. 2200 kostet das. Naja, dann. Scheiße. 2288. Sehr schön. So gut. Jetzt, ja, warte mal. Ich bin jetzt gerade echt auf der Suche nach Fläschchen, um mein Mana um meinen Mana-Trank wieder halt aufzufüllen, weil das war halt schon recht scheiße jetzt. Aber wenn wir einmal hier sind, können wir dann gleich mal nach Khabdun dann reisen. Und mal gucken, was uns erwartet. In den nächsten Städten. Ich gehe dann einfach mal, versuche dann mal mit dem Anführer zu sprechen. Und dann werden wir ja sehen, was geht. So, wir haben 22 Lernpunkte. Was habe ich gesagt? Ich will altes Wissen skillen. Glaube ich, ne? Damit ich dann hier die nächsten Zaubersprüche machen kann. Irgendwie so war das doch. Der hat nichts. Ansässiger Händler. Lol. Oh, hier Pilzragut. Nochmal. Und nochmal Wein, Alter. Geilo. Er hat auch gut Geld. Oh, hier, Alter. Was? 6.750? Uhu. GG. Ist noch ein Händler drin, oder? Wirtin. Ich will keinen Ärger haben. Ach, deshalb kriege ich bei dir nicht zu saufen, oder was? Inos! Gewinn! Fernheilung, das wäre halt auch nicht schlecht gewesen. Achso, gut, hier kann ich gar kein altes Wissen lernen. Naja, gut, dann gehen wir dann halt eben nach Redok zu dem Dings. Moin, Herr Alchemist. Gib mir doch jetzt mal Fläschchen hier. Wieso haben die alle nur so wenig Fläschchen, Mann? Das ist ja echt zum Kotzen. Ein Kampfstab muss ich halt auch echt noch hier lassen, ne? Darf ich halt nicht vergessen. Gut, wie viele Fläschchen haben wir jetzt? Nicht viele, wa? Wo sind sie denn? 13 oder 18 oder sowas. Du bist ja da, aber sehr sicher. Das ist halt echt nicht viel, ne? Ich denk drüber nach. Redok.
Ja. Das ist so eine richtige Arsch-Folge hier, wo wir halt eben nur am Suchen sind. Aber ich denke mal, ich habe jetzt eigentlich schon ganz gut Geld. Ich könnte mir theoretischerweise jetzt... Aber es bringt halt eigentlich nichts, ne? Schutz vor Klingen, Schmettern und Geschossen. Ich könnte mir theoretischerweise jetzt diese Novizenrobe kaufen, aber ob das was bringt, ist dann halt die Frage, ne? Ich denk's nämlich nicht. So, erstmal hier, gib mir Fläschchen. Wein haben die mittlerweile da hier. Also, die ist halt schon schlechter. Dafür hat's halt eben Schutz vor Feuer, Eis und Energie. So. Und ich werde dadurch wahrscheinlich sogar angegriffen. Ja, so. Das ist halt wieder so das Ding. So, hier, wenn ich die... wenn ich die Mana trinke, 9 Mana trinke. Weißt du, wenn ich die weglasse, dann kostet mich das halt alles fast gar nichts. Aber ist jetzt nicht so, dass ich kein Geld habe. Beziehungsweise, dass ich hier nicht irgendwie... Hier kann ich noch einen. Ich meine, wir haben 78.000, wie gesagt. So, ich meine, ne? Ist halt von den Rüstungswerten her halt echt zeig mir beschissen deine. Eigentlich. Der hat auch keine Lernfläschchen. So, wie gesagt, Heiltränke brauche ich ja eigentlich nicht brauen. So, Mana-Trank. Wir haben 28 Flaschen. Dazu fehlen mir die Zutaten. Jetzt haben wir wieder keine. Dazu fehlen kommt schon wieder nicht dazu, irgendwas hier mit Dings zu machen. So, wir haben jetzt aber 131 Mana-Tränke. Das ist okay. So. Wo wollte ich jetzt hin? Erstmal wollte ich meinen Stab wieder anziehen. Und dann wollte ich nach Kapdun. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob die mich gleich umlegen jetzt. Oder eben nicht. Ich speichere lieber mal. Sicher ist sicher. Schleich hier nicht so rum. Es gibt schlechte Nachrichten. Irgendein Mörder greift unsere Städte an. Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Gut. Also, wir haben jetzt noch einen Counter von 2. Und mir fällt nämlich auch gerade ein, dass ich ja hier unten am Strand noch gar nicht war. Hier ist eine Höhle. Hä? Steht dort ein Vieh, oder? Sieht das nur für mich jetzt so aus? Wieso leckt das hier schon wieder so? Da steht tatsächlich ein Vieh, das ist ja mein Quoller. Easy. Boah, was? Dann nehmen wir hier ein paar Heiltränke zu uns. Wir haben jetzt wieder 130 Heiltränke aktuell, das ist okay. Hier sind anscheinend noch mehr. Goblin? Was? Ja, ist halt kein Problem. Moin. Mal Goblins, die greifen. Oh, ein Crawler. So, wo ist der letzte Goblin? Da ist er. Da. So, jetzt esse ich mal hier so einen Eintopf. Wo ist er? Da. Sag mal nach 100%. GG. Jawohl, hier sieht alles frei aus. Dunkelpilze. Metalltruhe. Abgebrochen. Abgebrochen.
abgebrochen. Was zum Teufel? Na also. Hier ist ein Fläschchen drin. Das freut mich. Unten ist noch eine Truhe. Hier sind jede Menge Goblins. Sonnenkraut. Dann sind Ogerlein. Da ist eine Schlange. Was passiert, wenn ich den jetzt angreife? Okay. Hier geht's aber weit runter, Mann. So, wo ist der Oger, den ich jetzt angegriffen habe? Der brennende, der kommt dort. Da ist er. Tschüss. Den anderen werde ich wohl nicht in Fokus kriegen, nehme ich an. Doch, jetzt. Ich nehme mal lieber noch einen Mana-Trank vorher. Bevor ich mich den hier widme. Da ist er. Kommt er jetzt? Ich hoffe doch, hier unten sind Goblins jede Menge, Alter. Alter, wie weit die Höhle hier runter geht, ne? Na, wo ist er denn? Durch den Rückstoß hast du das halt auch übel geil, dass die gar nicht bis zu dir kommen. Boah, hier! Wuhu! Hallo? Hm? Eine Eidechse. Bleib hier. Junge Eidechse. So. Hier, Buddlerfleisch ist das aber leider nur. Aber gut. Goldpokal, Schatulle. Feuernessel. Ein Wein, siehste? So, wie komme ich jetzt hier runter auf die andere Ebene? Ich glaube, da musste ich, glaube ich, außenrum am Strand lang, ne? War das nicht so? Tja, siehst du? Level up durch die Schlange. Was habe ich natürlich nicht gemacht? Weißt du was? Ich fütze hier einfach runter. Wir werden hier schon irgendwie wieder rauskommen. Irgendwie kommen wir hier schon wieder raus. Scheiße. Wieder Mana verschwendet. Nein! Doch trifft. Okay, das war jetzt suboptimal. Na gut, ich habe Gott sei Dank nicht getroffen. Kommen die hier nicht hoch? Kann das sein? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Sieht zumindest so aus, als kämen sie hier nicht hoch. Alter. Hier herrscht aber, hier haust aber einiges an das Tier. Tschüss. So. Junge, Junge. Der hat jetzt aber Schwein gehabt. Das ist aber auch übel geil, hier mit den Feuerbällen einfach so um sich zu schmeißen. Ja, Magier ist schon was Geiles, das stimmt schon. Der verbrennt doch eigentlich, oder? Der müsste doch verbrennen. Jawohl. Dass die jetzt außen gegangen wären, hier die Vollfahrt 100%. So, Freunde, dann machen wir hier mal einen Cut, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was wir in der Höhle alles noch finden. Bis dahin, macht das gut. Ciao, tschüss. Euer Helmut.